Was? Ui! Freefall Tower, sag ich nur. Boah. Schade, hätte man nach unten gucken müssen, wie das Ding explodiert ist. Aber nicht wieder drunter fährt, meine Güte. So, und jetzt? Na toll. Ladadi Pizza Gott. Grotte. Wenn die Augen immer schneller sind als wie der Mund. So. Dann schauen wir mal. Ja, wie gesagt, Let's Play Live Show. Einfach Werbung reinschreiben, dann erfahrt ihr alles darüber. Wann die Let's Play Live Show immer ist. Ob ich einen YouTube-Channel habe oder nicht. Wo ihr den findet. Wie gesagt, einfach mal Werbung schreiben und der Nightbot hilft euch dabei. Machst du offen? Hallo? Boah, sieht das mit dem Nebel cool aus. Danke, Klang Kasper. Hallo? Da liegen ja kaputte Androiden. Das ist schon mal gut. Wenn sie kaputt sind, sind sie immer gut. Dann braucht man sie nicht. So, was verbessern? Weil wir sind immer noch gut ausgerüstet. Ausgegrüht ist auch gut. Ausgerüstet. Boah. Geh bloß weg. Geh weg. Geh weg. Der packt mich. Der packt mich. Der packt mich. Der packt mich. Definitiv. Der packt mich. Oder auch nicht. Aber der steht auf. Hundertprozentig. Der steht gleich. Ich bin hier. Sieht aus wie ein Friedhof für Syntheten. Oh, Speicherpunkt. Ich seh. Was? Ich sehe einen Speicherpunkt. Ich traue mich aber noch nicht. Ich möchte mich noch gerne ein bisschen umsehen. Der packt mich. Der. Oh shit. Unsere Batterie ist alle. Boah, wie sieht denn sein Kopf denn aus? Achso, okay. Der hängt daneben. Hallo? Was? Der packt mich aber. 100%, wenn ich am Speicherpunkt gehe, der packt mich. Bleib da liegen. Bleib da liegen. Okay. Gespeichert. Gott sei Dank. Weiter geht's. Da geht's lang. So, Was? Was war das? Boah, dieser Atmos. Da steht schon wieder einer. Boah, Leute, ohne Scheiß, diese Atmosphäre jetzt gerade, ne, mit diesen Androiden, dieses. Vor allem dieses Starre, dieses. Als ob es Puppen sind. Das mag ich ja nicht. Das habe ich im Let's Play von The Evil Within auch mal gesagt, wo so ein Ladebildschirm kam. Ich mag Level nicht, wo es Puppen geben, vor allem, wo die Puppen so auf einmal woanders stehen. Die machen Gruppenkuscheln, glaube ich. Rudelbildung nennt man das auch. Im Fachjargon. Okay, ich konnte gerade X drücken, aber mehr passiert ja auch nicht. Oh nein. Ich kann das ab... Okay. Bevor ich das aber tue, werde ich mich noch ein wenig umsehen. Ich glaube, ich soll jetzt alles abriegeln. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Let's play mal bitte Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Okay. Alter, mach die Lampe wieder an. Boah. Okay, wir brauchen definitiv hier unsere Lampe. Das heißt, ich werde mich ein wenig schneller bewegen. Ein bisschen nur.
Da pinkelt doch einer, oder? Also glaube ich zumindest. Schon. Tipp, Horrorspiel mit Puppen. Hm. Lass mal sein. Am besten noch dieses dämliche Paranormal, wo die Puppen auf einmal hinter dir stehen. Obwohl sie vorher an der Wand standen. Du. Oh, eine Kiste. Oh, eine Kiste. Oh, noch eine Kiste. Oh, noch eine Kiste. Oh, sehr schön. Und ein Terminal. Ein Terminal. So, was haben wir denn da? So, Neuformatierungsmarken. Neuformatierungskammer. Spedding. Ich habe ein paar Ideen, ein paar leere Androiden für die Sevastopol-Verkaufsvorführung hochgeschickt. Falls Sie das noch nie getan haben, legen Sie die Androiden einfach auf die Pritsche in der Neuformatierungskammer. Über eine Verbindung mit Apollo werden die neuesten Programme installiert. Hoffentlich beißen die an, Russell. Huch, achso, nee. Ich wollte doch noch runtergehen. Hallo? Audio. Leitender Sixen-Angestellter Ransom hier. Ich bin gerade aufgewacht und auf einmal stand ein Hiwi in meiner Suite. Als ich ihn fragte, was er will, hat er sich auf mich gestürzt. Ich musste mein eigenes Apartment verlassen, verdammt. Senden Sie Ihren besten Techniker zum Apollo-Kern, um herauszufinden, was zur Hölle vor sich geht. Sofort! Die Dinger müssen unter Kontrolle gebracht werden, und zwar zackig. Die Tür hier ist durchgebrannt. Ich kann nicht näher an Sie rangehen. Ah, okay, ich kann sie nicht näher an sie rangehen, okay. Gut. Finden Sie einen Weg durch die... Okay, na, na, na. Gut, dann werden wir erstmal die eine Tür da hinten probieren. Oder beziehungsweise, ich werde jetzt erstmal hier dieses Ding ausprobieren. Abschalten. Bringt das überhaupt was? Oh. Ich glaube. Tick, 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 tick. La 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 la. Ich bin so allein. Ich fühle mich so allein hier auf dieser Station. So. Mir hat das Spiel Mörder's Schatten nicht gefallen. Ja, viele schwärmen ja momentan so davon. Und, die sagen ja, das soll ja total geil sein. Ich habe mich auch da nicht großartig irgendwie gespoilert oder so. Was? Aber es, wie gesagt, jeden seinen eigenen Geschmack halt. So, dann gucken wir mal. Also, wir brauchen hier den da hinten, den, den und den. Yes. Für mich ist das ein ein AC? Also ein Assassin's Creed, glaube ich mal. Dass das das heißt. Ich kann mich hier nur verstecken. Was soll ich denn hier machen? Was, was? Schrott. Ja, wir haben jede Menge... Jetzt liegt jede Menge Schrott rum, aber wir können nichts verbessern, weil wir alles haben. Ich könnte ja was in der Ecke feuern und dann alles sammeln, aber bringt ja nichts. Wenn es so weitergeht, verbrate ich hier noch mehr Batterien für die Lampen. Vielleicht muss ich auch die ganzen Geräte abschalten, um da durch die Tür weiterzukommen. Werden wir es mal ausprobieren. Beste Atmo. Beste Atmo ist wie mit Dead Space, okay. So, probieren wir hier mal aus. Biologische Gefahren. Was? 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 Was?
War doch so klar! Das war doch so klar! Das war doch so klar! Das war doch so klar! Ich werde mal speichern. Dann habe ich wenigstens gespeichert schon mal. Was? Alter! Alter, geh weg! Alter! Ja! Okay, also mit der Flinte kriegt man sie also platt. Was? Achso, von da sind wir gekommen, ne? Das war sowas von klar. Okay, jetzt werde ich erstmal... Okay, wir können nicht speichern. Ich fühle mich hier nicht sicher. Bin ich ganz ehrlich. Boah, der steht aber auch ungünstig. Wir haben Gott sei Dank noch Batterien für die Lampe. Für die Taschenlampe. Okay, ich glaube, es ist noch ein Gerät, was wir noch einschalten müssen. Und das ist hier in diesem Raum, ne? Ja. Da hinten ist es. Und da steht auch schon einer. Oh nein. Soll ich euch ganz ehrlich was sagen? Wir machen jetzt hier gleich eine kleine Pause. Ja. Wir machen trotzdem eine Pause, auch wenn ich mit Rauchen aufgehört habe. Ich finde, der guckt hier gerade so schön. Ach ja. Wie geht's dir denn so? Ach ja. Morgen ist auch schon wieder Ostern. Ja, wie gesagt, wir machen eine kleine Pause hier an dieser Stelle. Ich werde nochmal gucken, kann ich nochmal speichern? Ja, jetzt kann ich speichern. Wunderbar. Das war sowas von klar, auf jeden Fall. So, jetzt habe ich nochmal gespeichert. Jetzt bin ich auf der sicheren Seite, ganz safe. Und jetzt werde ich mich hier hinstellen, damit ihr einen schönen Ausblick habt. Und dann sehen wir uns jetzt gleich hier wieder. Und ja, kleine für euch eine Raucherpause. Für mich eine kleine Trinkholpause, Chipsholpause für euch, Popcornholpause, keine Ahnung, Pinkelpause, Pipi, Pipi und Pupupause. So, bis gleich dann mal. Ciao. So, weiter geht's in der Let's Play Live Show mit Alien Isolation. Ihr seid immer noch dran und ihr merkt's, kurze Pause, weil ich ja nicht mehr rauche. Für die, die jetzt rauchen, Pech gehabt. Wie sagt man immer, am schlimmsten sind die, die früher geraucht haben. Die schimpfen jetzt am meisten. So, Prost zusammen. Weiter geht's jetzt hier in der Seachens Abteilung. Wir müssen immer noch den einen Schalter da hinten umlegen. Ich werde mal getrost im Dunkeln hier laufen. Der steht aber auch so ungünstig da, der Energieverlauf. Energieniveau zu hoch. Okay, wir müssen immer noch was. Haben wir denn irgendwo was vergessen umzustellen? Ist denn irgendwo noch woanders ein Schalter? Okay. Also. Den hatten wir umgelegt. Da kam ja der Typ, ne? Genau. So. Hier vielleicht in der Tür noch irgendwas. Aber hier war ja nichts. Ne. Hier war nichts drin. Hier war nur Schrott. Hä? Bin ich jetzt... Oh, eine Ausweiskarte. Haben wir ganz übersehen gehabt, fast. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wo müssen wir denn hin? Was zeigt uns denn der Motion Tracker an? Nach links? Und dann nach rechts. Und dann wieder nach rechts, vermute ich mal. Ja, er führt uns zur Tür, aber da können wir nichts machen. Oder können wir jetzt da trotzdem dran? Können wir hier was machen? Nee, oder? Nee, Tür verschlossen. Okay. Boah, der steht aber auch echt dämlich da hinten, der eine. Tja, was machen wir? Finden Sie einen Weg durch die elektrisierende Tür? Hm.
Ja, da müssen wir mal schauen. Müssen wir alles absuchen einmal. Hier ist auf jeden Fall der Strom. Aber hier können wir nichts tun. Oder können wir hier... Ah, hier! Habe ich gar nicht gesehen. Ach, nach links hätte ich drücken müssen, ne? War doch falsch. Oder? Ausschalten. Wieso steht denn da ein L und... Achso, nee, ist richtig. Bin auch Banane. So, weiter geht's. Achso, Moment. Bevor ich's vergesse. Lalalala. Ich bin auf einer Raumstation. Ja, mit Robotern, wo alles gut ist. Alles ist schön. So, speichern. Schon lange nicht mal in einem Videospiel so sicher gefühlt, wo ich gespeichert habe. Das ist echt gut gemacht. So war das früher eigentlich immer. Aber wenn man gespeichert hat, fühlt man sich richtig sicher. Und das haben die wenigsten Spiele heutzutage. Finde ich persönlich. So, ja, willkommen zur Let's Play Lore. Jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr Let's Play Live Show einschalten. YouTube-Channel habe ich auch. Was? Was? Einfach mal Werbung in den Channel schreiben. Und ihr seht meinen YouTube-Channel. Und auch die Infos zur Let's Play Live Show. Okay, dann muss ich irgendwie einen Weg finden, direkt mit Apollo zu sprechen. Biologische Gefahren, Eindämmungsstufe Omega. Alle Berechtigungen widerrufen. Ich habe für sowas keine Zeit. Boah, was? Boah! Da fehlen mir jetzt ein bisschen die Worte. Ist er vielleicht auch ein Android? Und wir wissen es nicht. Tja, ist Samuels vielleicht auch ein Android? Weil der hat ja so auf den eingedrescht. Ey, das können wir ja noch nicht mal. Also zumindest hier. Puh, Amanda. Ja, puh. Yay, Schalter benutzen. Das ist ja ein toller Raum. So, dann gucken wir mal. Oh. Ach du Kacke. Ich habe mich ja schon gefragt, wann endlich mal die Szene kommt, wo wir die Taschenlampe viel benutzen, aber ich glaube, es ist mittlerweile soweit. Und die Taschenlampe geht ganz schön viel zur Neige. Wir brauchen echt mal... Taschenlampenbatterien. So, ein neuer Sevastolink-Computer. Schauen wir mal. Pläne für heute Abend. Susanne, Liebste, ich muss unsere Verabredung verschieben. Moment, huch. Es treffen Berichte über anormales Androidenverhalten unter unten ein. Hat vielleicht etwas mit den ganzen Vermissten zu tun. Du musst dich in den Ausstellungsraum begeben. Und dich dort einschließen. Es gibt einige Abregelungsschalter an meinem Schreibtisch, die diese Maschinen mal tatsächlich was wert waren. Mach dir um die keine Sorgen. Das ist nur die Vorführmodelle. Nicht mehr lang. Ich werde mich um alles kümmern. Und dann können wir gemeinsam den endlich abgeschlossenen Vertrag außerhalb der Arbeitszeit feiern. Letzte Chance, Spedding. Ich rechne damit, dass die VIP früh ankommen. Sehen Sie zu, dass Sie und Ihre Leute zur Begrüßung parat stehen. Die Uhr tickt und das ist unsere letzte Chance, etwas aus diesem Scheißhaufen rauszuquetschen. Ich will, dass Ihre Leute nach deren Pfeife tanzen und über jeden Ihre lahmen Witze lachen. Bringen Sie... zum Ausstellungsraum, aber hetzen Sie sie nicht und schwingen Sie keine langweiligen Reden. Wie Sie Änderungen an
Den Hiwis Verlangen stimmen sie zu. Die Techniker können sich später über den Kopf zerbrechen. Können sich später darüber den Kopf zerbrechen. Ich hoffe, ihren besten Leuten sind an der Sache dran. So. Termine für die Vorführung im Ausstellungsraum. Montag 0000000000000. Susanne Archer. Vorgesetzter Leiter der Scientin-Vorführungsbüro Spedding Syntheten. Aber überall keine Termine gehabt? Das ist aber komisch. Hi Patrick, willkommen zur Let's Play Live Show. Ja, das ist also der Vorführraum. Na toll. Hehe. Wer hätte das? Was? Oh, Bindemittel. Das ist wohl die Bar. Hier haben die wohl gesessen. Und dann haben die sich wohl hier alles angeguckt. Die ganzen Roboter, die ganzen Androiden. Achso, die hatte irgendwas gesagt, dass am Tisch irgendwas war. Kann man hier irgendwie die einschalten oder so? Die Vorführdinger? Suche? Nee, da hatten wir. Die hat es wohl auch anscheinend nicht geschafft. Die sitzt ja immer noch hier. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Alter! Nein, ich bin immer noch nicht durch. Alter, wenn jetzt irgendeiner aufspringt, ich schmeiß den Controller weg. Die gucken alle so lieb. Oh, guck mal, er bedankt sich sogar. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Gleich gibt's Schläge. Oh, er mag mir die Hand reichen. Ich auch. Hallo, mein Freund. So, die Tür ist aber zu. Und jetzt? Wo müssen wir denn... Entkommen Sie aus dem Ausstellungsraum der Syntheten. Entkommen Sie. Wo müssen wir denn hin? Da muss irgendwo ein Schacht sein, ne? Oder? Ah, hier. Ah, von hier kamen wir doch. Okay. Dann gucken wir mal. Wie gut, dass wir noch ein paar Batterien haben. Prost zusammen. Und willkommen zur Let's Play Live Show an alle neuen Zuschauer. Hey! Ich sehe überhaupt nichts. Machen wir Licht an hier. Hi Westside 2008, ich grüße dich, oder 2008. Willkommen zur Let's Play Live Show. Wo muss ich denn? Ach, ich muss jetzt wieder. Hä? Okay, ach, Moment, da muss wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich wirklich ein Schalter an dem Dings. Weil ich habe gerade was gesehen auf der Karte. Ja, willkommen zur Let's Play Live Show. Wie gesagt, einfach Werbung schreiben und du siehst alles über die Let's Play Live Show. Freitags und Samstags immer 20 Uhr. Und YouTube-Channel Reflex GER. Da steht alles. Der liebe Shownator war mal so nett und lieb und hat einfach mal Werbung geschrieben. So. Ja. Und ich habe heute zu mir selbst gesagt, es würde mich mal wieder freuen, wenn ich mal wieder Outlast spiele. Ich habe da mal richtig Lust drauf, bin ich ganz ehrlich. Ich habe schon so lange kein Outlast mehr gespielt, aber ich möchte doch gerne das neue Spiel durchspielen. Hier ist irgendwas von Interesse. Da ist ein Symbol, was bedeutet das denn nochmal? Privates Terminal. Achso, da waren wir gerade. Ja, aber da stand doch irgendwas. Muss ich nochmal kurz lesen. Da stand irgendwas. Hi Underworld! Ich grüße dich. Treffen den viralen Androiden. Du musst den Ausstellungsraum begeben und dich dort einschließen. Es gibt eine Art Abregelungsschalter an meinem Schreibtisch. Da die Maschinen mal tatsächlich was wert waren. Am Schreibtisch gab es einen Schalter. Hier ist doch ein Schreibtisch. Aber hier ist kein Schalter.
Wir sollen hier entkommen. Ja, ich hab The Evil Within. Hi, Fireplayer. Ich mache dazu ein Let's Play. Muss einfach mal bei mir auf dem YouTube-Channel gucken. Ich habe ja gesagt, dass ich mal ein Horror-Game mal Let's Playen möchte, weil ich habe ja sonst immer die ganzen Horror-Games immer gestreamt. Huch. Geile Physik. Und, da habe ich mal gesagt, ich möchte gerne doch mal ein Horror-Game Let's Playen. Wie gesagt, schau einfach mal rein, einfach mal Werbung in den Chat schreiben, dann siehst du meinen YouTube-Channel und die Infos zur Let's Play Live-Show. Wollte nur Hallo sagen, hab momentan kein E-Net mehr, deshalb wieder off. Handy flat ist zu schade. Okay, ja, mach's gut. Schöne Grüße. Da ist auch nichts, ne? Oh, heute war Umzug. Oh, okay. Wo bist du denn hingezogen? Tür versperrt. Okay. Hier ist also, anscheinend ist hier nichts. Also müssen wir auch nicht hier. Ist hier vielleicht irgendwas? Nee, ist nur der Cola-Automat. Ich möchte gleich mal in meine Cola ziehen. Aber mich verwundert, dass das hier auch irgendwie im Text halt stand, dass halt hier ein, irgendwie ein Schalter sein sollte, aber ich sehe keinen Schalter. 20, bin weg. So, ja, mach's gut. Dann gehen wir doch nochmal zurück.